So, meine Damen und Herren, willkommen hier heute bei Pompeii. On a mountain of skulls in a castle of pain, I sat on a throne of... How many times do I need to tell you I want to face the crowd when I'm talking to them? On a mountain of skulls in a castle of pain, I sat on the... What? What is wrong? I am an actual demon with terrifying powers. Such... bitter words. Many devils have two faces, okay? Jeez. Just scratch me, okay? No! Breathing fire is hardcore, like a dragon! No! I was blowing my nose! That wasn't a... You guys are jerks! I'm blowing up your volcano! Ich glaube, da gab es ja wirklich so, die sind da wirklich versteinert, als ob sie gelacht haben oder glücklich waren. Es war ja nicht so, dass die traurig waren oder verstört. Die sind ja eingeäschert. War das nicht so gewesen in Pompeji? Ach, du fucking, was ist denn das für eine Strecke da? Fällt aber gerade auf, ich habe den Ball von Dings nicht. Also ich würde sagen, wir nehmen diesmal den normalen Ball. Und diese Bereitstellung von diesen Leuten. Hoffentlich wird das was klappen und wir gucken uns mal an. Genauso wie ich mir gedacht habe, wir fahren nämlich von oben nach unten. Und das sieht jetzt schon ziemlich krass aus, die Runde. Das hier einmal rum, hier mal drüber springen. Hier, nehmen wir mal, hä? Achso, hier einmal rum, hier runter, darin. Also hier zweimal drüber springen. Und dann hier ins Ziel. Und hier müssen wir wirklich drüber springen. Also es ist doch vielleicht gut, dass wir den normalen Ball genommen haben. Aber trotzdem ist das ziemlich krank, diese Runde hier. Ich weiß nicht mal, wo ich was hinbauen soll. Also wir haben eine Bank, okay. Ne, zwei Bänke. Okay, das ist dann schon besser. Aber wir sind genau in der Fahrtbahn. Das ist natürlich richtig Scheibenkleister. Werden wir die natürlich beschützen hier. So, und dann hier unten noch weiter mit Kühen aufhalten. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das denke. Hier hinten dann vielleicht noch... Wenn der hinpassen würde, machen wir eben hier hin. Das Schiffchen. Die normalen Elefanten kommen natürlich auch noch. Die kommen natürlich auch nicht zu kurz. Und hier nochmal ein paar Küchen hin, damit sie schön aufgehalten werden. Hinten vielleicht auch mal so einen kleinen Himmelsbullen. Und das war's. Wir können schon los, Alter. Ich bin gar nicht mehr gewöhnt, dass es so schnell gehen kann. Bin mal gespannt, was dann unser Herr Teufel oder was das sein soll für... einen Typen hat. Okay, so schnell dürfen wir nicht sein, merke ich gerade. Und Alter, diesen. Oh nee, der kann durch Feuer fahren. Der kann fucking durch Feuer fahren, das ist unfair. Das ist sowas von unfair. Er hat sein Ding dort geschützt. Nochmal zurückfahren wollte ich jetzt auch nicht. Also seine Bank hat er gut geschützt dort unten. Dieses fucking Feuerwerk. Das war knapp, das war knapp. Nicht zu weit, nicht zu weit. Aua. Aber es macht gut Schaden. Wenn ich in der Lava bin, das macht ja relativ viel Schaden, so wie das aussah. Und hier haben wir jetzt keine Geschwindigkeit. 135 ist nicht viel, aber wir haben, glaube ich, mehr gemacht als er. Und das ist besser als nichts. So, wir müssen mal gucken, wo wir noch einen Himmelsbullen am besten hinbauen könnten. Hier unten, aber hier unten haben wir leider keinen Platz mehr. Also hier würde noch so ein Himmelsbullen echt gut hinpassen. Nochmal hier kurz aufhalten. Mit den Küchen. Und dann mit dem größeren Elefanten hier den so hier noch ein bisschen fertig machen. Aber wir haben ja noch Geld.
Deswegen müssen wir uns mal überlegen, was wir... Guck mal, hier so schön hin. Wir kommen los. Also, er kann ein kleines bisschen früher los als ich, habe ich gemerkt gerade. Naja, gut, das hat mir doch schon einen guten Schaden gemacht. Wenn ich nicht ganz im Wasser bin, in der Lava bin, aber es macht mir trotzdem ein ganz großes Aua. Und dann macht natürlich den Weg dort vorne zu. Das ist natürlich richtig unfair, aber okay. Dafür haben wir ja hier. Dieses Feuerwerk, das ist sowas von nervig. Eigentlich wollte ich heute ein Real-Life-Video machen, aber kam ich ja auch nicht dazu, weil die Nachricht, die ich eigentlich verbringen möchte, ist noch nicht bestätigt. Das ist dieser Nachteil, dass ich eigentlich darauf warte, ob das Internet jetzt, diese 50K-Leitung jetzt nun ankommt oder auch nicht. Und da kam im Moment noch keine hundertprozentige Bestätigung, bis wann das ist. Und dann ist eben der Nachteil. Das ist eben diese Schitte daran. Der Feind ist gerade mal erst hier. Der Feind ist hier unten schon. Naja, fast komplett besiegt. Und er ist tot. Nice. So soll es doch sein. Hier oben muss nochmal ein Himmelsbulle hin. Weil der ist leider nicht mehr da. Echt schade. Und dann brauchen wir hier natürlich noch ein paar Elefantchen. Ist natürlich die Frage, wie wir die jetzt hinbauen. Ich glaube, in die Richtung ist gar nicht mal so dämlich. Und wir können schon wieder los. Ich mache einfach los. Ich vergiss es drauf, ob ich noch Geld habe oder nicht. Wir machen jetzt einfach los, weil so steht noch die gute Chance, dass wir schön gewinnen können. Aber ich glaube, wenn wir so die Stats uns sowieso angucken, sehen wir ja sowieso, wer gewonnen hat. Da brauchen wir uns jetzt nicht weiter diskutieren oder sowas. Wir sehen, dass ich mal wieder gewonnen habe. Und die Dinger bekomme ich auch als nächstes. Nice. Das hat er ja vorne komplett so gebaut. Ja, es hat mir richtig viel getan. Nicht so gut. Ja, nicht gut. Ach, der mit seinem fucking Feuerwerk. Also wenn das trifft, das macht ja diese Random-Schüsse auf irgendwelche Felder, dann ist es richtig nice. Aber sonst kannst du das wirklich in die Tonne kloppen. Glaube ich mal. Gut, okay, wir haben ja sowieso gesagt, dass ich nächste Runde durchkomme und nicht diese Runde. Das hätte ich auch nie geschafft. Jetzt sind wir schon mal drüben. Jetzt nur noch kurz Ansprung holen. Und dann können wir einfach so ein bisschen mehr Schaden machen. 133, wie gesagt, nächste Runde sind wir locker durch. So, das ist unsere neue Abwehr hier oben. Und das war's, mehr brauche ich nicht erzählen. Wir versuchen jetzt eben wieder durchzukommen. Das ist bei der Strecke eigentlich jetzt für uns kein Problem mehr. So, los geht's. Warum schießen die in die falsche Richtung? Ey, selbst wenn ich hier als kaputter Stein ankomme, habe ich noch richtig gute Chancen. Das ist ja keine Konkurrenz mehr hier. Außer natürlich die Dinger. Gut, das war gut getroffen. Oder gut aufgehalten. Ja, kurz hier hoch oder wieder runter und dann wieder runter und dann wieder hin und dann wieder her und dann hopp und hi. Da war. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Oh. Nice. Das Biest ist ja ziemlich klein. Zeig mir den Arsch. Geschafft. Der Tisch ist 42 Einheiten zerstört. Also das ist doch... Respekt.
So, und ich würde mal sagen, wenn euch das ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen unten, wenn nicht, einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Ich frage mich, was das hier ist, oder ob man da irgendwie hinkommt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Männer Support. Ciao, ciao.